So, weiter kann es gehen in meinem Let's Play Tomb Raider 5 Die Chronik. Ich wollte euch ja diese Zeichen hier erklären. Jedes Zeichen steht für einen Planeten. Das ist das Mars-Symbol. Das Merkur-Symbol war schon eingesetzt. Also es geht jetzt nicht um die Planeten. Es geht sondern darum um Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und dazu gab es dann diese komischen griechischen Götter. Der eine war Mars für Feuer, also wer Sailor Moon kennt, der weiß es sowieso. Merkur war Wasser und ihr wisst schon was, war dann der Donner und dann gibt es noch den Neptun. Und Neptun ist das Wasser und eins davon haben wir ja schon im letzten Level gefunden. Ich weiß jetzt nicht genau, welches es ist und deswegen kann ich euch das erst sagen, wenn wir das zweite in diesem Level gefunden haben. Welches das war, was wir schon eingesetzt haben, denn ich habe ja nicht nachgeschaut, ich habe es euch nicht gezeigt. Hier, aber es machen wir einfach weiter, denn das wollte ich euch nur ganz kurz erklären. Auf jeden Fall steht halt jedes Zeichen für gewisse Sachen, also für Feuer und so. Hier oben befindet sich unsere weitere nächste goldene Rose, die wir auch holen könnten, wenn erst später. Weil wir müssen hier in diesen Raum hier zurück und was einsetzen. Und zwar ein komisches Rad, damit das zu einem Ventil wird, das wir dann drehen müssen. Und dann können wir da immer noch diese Rose holen, indem wir das Rad haben. Aber ich hole die Rose gleich. Und deswegen, ja. So. Als hier ist es jetzt. Hier kommt man jetzt nur hier weiter. Indem man diesen Gullideckel hier öffnet. Aber ich möchte zuerst. Gullideckel, besser gesagt Kanaldeckel, die Munition hier über die einsammeln, die eigentlich links und rechts liegen sollte. Aber egal, da liegt sie halt nur auf einer Seite. Meine Erinnerung kann auch ein bisschen schlecht sein, wo Munition überall liegt. So, hier ist es jetzt logisch, es nicht runterfallen zu lassen, denn man verliert Gesundheit. So, also man geht hier hoch, lässt sich hier, hängt sich hier an die Kante, wenn das Spiel nicht nachladen würde. Man kann jetzt Ewigkeiten hier runterklettern, aber die schnellere Variante ist, erste G-Taste loszulassen, erste G-Taste festzuhalten, erste G-Taste loszulassen und festzuhalten. So. So kommt man unbeschadet unten an. Und hier finden wir ein noch größeres Wasserbecken, das wir auch gleich verwenden werden. Ja, toll. Hier finden wir wieder mal ein Medipack. Und finden wir noch was? Ja, wir würden hier finden nichts mehr. Okay. Hier können wir jetzt durch. Verdammt, da ist es. Ja, da unten, wie ihr seht, sind so komische weiße Striche. Das heißt, da ist so ein Sug. Und deswegen können wir da noch nicht unten hin. Aber wir müssen da unten hin und damit wir da hinten unten hinkommen, müssen wir jetzt hier hoch. Und was drehen. Und zwar dieses Rad. So ein Rad können wir später mal abreißen mit der Brechstange. Und dann dort verwenden, wo ich die zweite goldene Rose gefunden habe. Brecheisen benutzen. Das meinte ich. Wir können es abreißen. Und mitnehmen und genau da verwenden, wo wir die zweite goldene Rose gefunden haben. Jetzt könnten wir auch noch die zweite goldene Rose holen. Denn sie verschwindet ja einfach nicht. Und wir können sie jetzt immer noch holen. Also, falls ihr sie vergessen habt und sie unbedingt einsammeln wollt. Also macht euch keine Gedanken so von wegen, ja, die ist jetzt weg, wir können sie nicht mehr holen. Nee, nee, keine Sorge. Rosen verschwinden nicht einfach. Jetzt ist es nur für uns wichtig, den Ausgang zu finden. Da ist er. Ja, hier sind allerdings auch wieder irgendwo Ratten. Also wenn ihr falsch lauft, dann erscheinen euch, dann gibt es mal Rattenanlauf hier. Okay, es gibt hier wieder diese lange Leiter nach oben. Man kann den Weg jetzt auch abkürzen, indem man hier eine Rückwärtssalto macht. Aber man hätte sie auch ganz nach oben gehen können. Damit das nicht passiert, was ich gerade gemacht habe. Ach ja, was ich euch noch nicht gezeigt habe, man kann sich auch genau hier an die Kante hängen. Und dann zieht daher die Füße gar nicht ein und dann dauert es noch länger, als wenn sie die Füße einzieht. So. Wenn man übrigens eine Leiter hochklettert, dann kann sie oben keinen Handstand machen. Hier könnten wir jetzt noch die zweite goldene Rose finden, die wir schon haben. Und jetzt setzen wir das
Ventilrad ein. So, setzt es ein. Dann verwenden wir es auch gleich und dann geht dieser Zug aus in das, wo wir gerade vorhin gesehen haben. Es wird uns auch keine Videosequenz dazu gezeigt, sondern man muss es einfach selber wissen. So, das passiert, wenn man nicht runtergeht. Also man verliert ein klitzekleines bisschen der Gesundheit. Also nichts Tragisches. So, hier kann man jetzt speichern, wenn man möchte. Ich möchte essen, deswegen tue ich es auch. Und dann möchte ich ganz nach unten schwimmen, denn hier unten ist jetzt ein Loch, da wo wir jetzt durch müssen, um zum nächsten, um weiterzukommen in diesem Level. Genau. Ja, hier liegt was Interessantes, und zwar ein großes Minipack. Und sonst nichts mehr. Deswegen finde ich es so unfair in diesen Leveln, dass man die ganzen, also wenn man diese ganzen Geschichten vorbei sind, dass man diese ganzen Medipacks, die man sich treu ergattert hat, also schwer ergattert hat, alle verliert. Also hier müssen wir nach oben tauchen. Lara am besten nicht da gegen die Wand. So. Leck. Leck. Spiel. Danke. Mein Gott. Hier oben finden wir ein weiteres Rad, das wir nicht abbrechen müssen, sondern einfach nur drehen müssen. So. Jetzt haben wir auch die letzten Strömungen aufgehört, was wir müssen. Denn wir müssen durch diese Strömung. Haha, Lara, sehr witzig. Nämlich durch. Weil hier ist nicht ein weiteres Loch, wo wir weiterkommen, um in dem Level voranzukommen, ja. Hier müssen wir auch wieder nach oben tauchen und ein bisschen um Rundungen tauchen, was ich anscheinend gerade sehr schlecht drauf habe. Aber egal. So. Hier können wir dann laufen. Egal. Hier würde ich euch empfehlen, zu speichern, denn es kommt hier ein Gegner, der euch zu schaffen machen könnte. Schaffe ich den in dem Video noch? Ich glaube schon. Wir werden jetzt hier eine neue Waffe finden. Und das Tor geht zu. Verdammt! Verdammt! Lass mich raus! Okay, egal. Hier, nimm diese Waffe. Die sollt ihr euch hier unbedingt nehmen, bevor ihr uns da, euch dahin begebt. Jetzt könnt ihr sicherheitshalber nochmal speichern, was ich jetzt auch gerade getan habe. Und ihr könnt jetzt dies ausrüsten, was sich auch lohnt in dem Kampf. Damit der Kampf schneller vorbeigeht. Ihr werdet sie ja so oder so verlieren. Hier treffen wir den bösen Bruder von unserem Ritterköpfchen. Und es ist also ein Ritter mit einem Schwert, das, wenn er es nach oben hebt, so grüne Blitze zieht. Also man weiß ganz genau. Also am besten hilft bei diesem Gegner, immer in Bewegung zu bleiben. Denn er schießt mit Sachen um sich rum. Grünen Sachen. Ja. Und von denen möchtet ihr nicht getroffen werden, so wie ich gerade. Und am besten hilft wirklich gegen ihn die Schrotflinte. So, weg ist er. Und das Fenster geht kaputt. Bumm! Ja, das heißt, wir müssen jetzt hier rein und dann finden wir das letzte Symbol, in dem sich dieses Gitter hier öffnet. Aber da gehen wir erst dann rein, wenn wir die dritte goldene Rose haben. So, unser Ritter ist verschwunden. Was für eine Schande. Nein, natürlich nicht. Hier finden wir noch Uzi-Munition und ein kleines Medipack, das wir noch aufheben in diesem Video. Jetzt... Entschuldigung, diese Eieruhr unterbricht mich andauernd. Aber es ist schön, dass sie mich unterbricht, denn sonst habt ihr keine 10-Minuten-Videos, sondern nur ein Video von 7 Minuten. Okay. Heilungen zu nehmen lohnt sich jetzt nicht, denn das Level ist gleich vorbei. Und wir sehen uns... Und ich speichere jetzt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao!